So Leute, guten Tag euch erstmal. Ich sag mal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt unterwegs nach Thunderbike. Heute ist der, was haben wir heute? Ist heute der 17. 16. 17. glaube ich. Und da ist heute irgendwie, weiß nicht, letztes Open House oder so für dieses Jahr. Wir haben jetzt, ja, 17. September. Gestern bin ich aus meinen Flitterwochen zurückgekommen. Das ist jetzt quasi das erste Video nach den Flitterwochen und das zweite als verheirateter Mann. Je nachdem. Egal, ich mache mich mal auf den Weg. Bin ja auch schon fast da. Ich bin jetzt gerade über die Weseler Rheinbrücke gefahren. Vielleicht treffe ich ja irgendeinen, der mich kennt oder den ich kenne. Bin mal gespannt, ob bei dem Wetter da wirklich so viel los ist. So früh vor allen Dingen, ist echt frisch. Also wir hatten eben 13 Grad, als ich losgefahren bin. Wenn ich überlege, vor einer Woche saß ich in Ostfriesland mit kurzer Hose im Strandkorb. Und jetzt hier sind es hier 13 Grad. Also da waren es fast 30 Grad. Also sagen wir mal 24, 25, 26, teilweise auch mal ein bisschen wärmer noch. Vor anderthalb Wochen auf jeden Fall. Und hier ist auf einmal richtig Herbstwetter und ja, schon krass innerhalb von einer Woche, wie sich das verändert. Aber egal, man hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich schwitze jetzt nicht, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und habe jetzt auch Pullover, Fleecejacke, meine Weste. Ja, das war es auch schon. Ich muss auch sagen, so ein bisschen frisch. Deswegen fahre ich auch ein bisschen gemütlicher. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich, wenn ich bei Thunderbike eintrudel. Ich bin mal gespannt, wie viel da los ist. Und mal sehen wir uns dann da gleich. Ich habe, glaube ich, gelesen, irgendwie, da wird irgend so ein Bike vorgestellt. Auch so eine Limited Edition, was Thunderbike umbaut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch so eine Art Shikano-Bike ist oder sowas in die Richtung. Das heißt, glaube ich, El Diablo. Ich habe meine Frau gestern gelesen. Und jetzt, ich habe keine Bilder gesehen, aber nur rein vom Namen her würde ich so Richtung Shikano-Umbau einordnen. Bin mal gespannt, was kommt. Ob ich es überhaupt mitkriege, ob die es jetzt schon machen oder erst mittags oder nachmittags. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch erst gar nicht. Kann ja gut sein, dass sie ja irgendwie eine Uhrzeit haben, wo sie es enthüllen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das da läuft und wie die das machen oder ob es direkt frei steht. Jeder kann sich es angucken. Werde ich sehen. Wenn ich es nicht sehe, dann sehe ich es ja auch, dass ich es nicht sehe. Ja, okay, bisschen verwirrend. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und diesmal auch direkt vorm Video getankt. Nicht, dass ich das immer Video starte und sage, oh scheiße, ich muss tanken. Diesmal habe ich es genau andersrum gemacht. Bin mal gespannt, wie viel da los ist. Und überhaupt. Ich werde aber, wenn ich da bin, wenn ich da filme, werde ich mit dem Handy filmen. Denn ich habe auf der GoPro kaum noch Speicherplatz. Die lasse ich jetzt wirklich nur für die Fahrten übrig. Und jo, dann hole ich gleich mein neues iPhone raus, wenn ich da was filme oder so. Wenn nicht, weiß ich auch noch nicht. Mal schauen. Aber jetzt sehen wir ja erstmal. Auf jeden Fall ist da schon mal das ein oder andere Motor. Das finde ich schon mal gut. Hinten gerutscht, sehr geil. Aber ist ja noch nichts los hier. Ist ja noch gar nichts los hier. Schon einen Bekannten getroffen.
Also doch kein Shikano-Umbau, wie ich dachte, sondern so eine Lowrider ST-Umbau-Dingens. Aber ich glaube, die ist richtig sportlich. Die hat richtig viel Bodenfreiheit. Hä? Auch nicht original mit dem Ton. Nee, der war doch schon drauf. Die sind nass. Obwohl die im Helm drin waren. So, so. Das war der. Ich weiß gar nicht, wie das Event hier heißt, aber Open House irgendwas. Season End, Dingsbums. Ich habe mit dem Handy mitgefilmt, ein bisschen drin, ein paar Bilder gemacht. Die werde ich. Ja, die werdet ihr jetzt schon gesehen haben. Ja, den Guten da, der da gerade sein Moped verkloppt, den kennt er ja auch schon aus meinen Ride-Out-Videos. Und wir fahren jetzt zurück Richtung Moers. Wir wohnen ja quasi nicht weit auseinander. Und ja, habe mich gefreut, den auf jeden Fall hier mal wieder zu treffen. Schön, schön, schön. Aber nicht viele weiße Harleys. Also meins ist auf jeden Fall ein Blickfang hier. Aber der hat ein schönes LED-Rücklicht. Das will ich bei mir auch noch haben. Hier bin ich vorhin gerutscht. Weil wir beiden hatten vorhin vor, die haben ja hier einige Bikes für Probefahrt ausstehen. Hatten wir eigentlich vor, ich wollte eine Street Glide fahren und er, ich glaube, eine Panamerica. Und war 11:55, die haben so jede volle Stunde so eine geführte Runde gemacht. Und jo, wir waren 5:12 waren wir da. Was sagst du? Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Ja, nach Hause. Ja, gut. Meine erste Regenfahrt mit der Harley. Ui, 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 ui. Wenigstens von oben relativ trocken, aber von unten nicht. Ja, ich bin sehr vorsichtig hier im Regen. Ich kriege jetzt schon nasse Füße.
Ah, Regenfahrt on point. Hab jetzt schon die Füße nass. Naja, egal, so ist das. Das harte Bikerleben. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber zwei Harleys machen schon Krach. Beziehungsweise Musik in den Ohren und in den Eiern. Ja, vielleicht hat er bald eine andere Harley, der gute Kollege hier. Hat sich da was Spezielles rausgesucht. Etwas voluminöseres, will ich mal sagen. Haben wir uns heute mal angeguckt, sieht geil aus. Gefällt mir doch auch. Früher haben mir solche Modelle gar nicht gefallen. Aber jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, mein Geschmack ändert sich ja. Oder hat sich ja komplett geändert, was Motorräder angeht. Oh, da vorne sieht es wieder sehr dunkel aus. Ich hoffe, dass wir noch vor der Wolke links abbiegen und ja, zu Hause halbwegs trocken ankommen. Aber auf dem Weg nach Hause ist das wieder fast egal. Wenn man irgendwo hinfährt und man ist nass, ist das scheiße, wenn du nass ankommst. Aber auf dem Weg nach Hause, da geht's dann noch. Und da kann man sich ja dann frisch anziehen, abtrocknen, Eis baden, duschen, was weiß ich. Ihr kennt das alle. Aber trotzdem ist das schöner, wenn man trocken bleibt. Aber ich glaube, der Kollege hinter mir, der hat ja ein viel, viel, viel kleineres Schutzblech als ich vorne. Der wird noch viel mehr abkriegen. Und hinten hat er ein sehr kurzes. Wenn ich hinter ihm gefahren bin, ja, dann war das für mich, als würde es für mich regnen. Ja, so ist das. Egal, war ein sehr, sehr schöner Vormittag. Mit dem da schön rumgelaufen, Bikes angeguckt, ein paar Aufnahmen habt ihr ja jetzt gesehen. Und ja, schade, dass wir die Tour nicht haben mitfahren können, weil ja, erstens waren die zwei Bikes schon belegt, die wir uns ausgesucht hatten. In der Zeit, wo wir unseren Helm geholt haben, was ein bisschen schade war. Dann hat es genau bei dieser Tour richtig angefangen zu regnen. Also die Wolke, die ihr da seht jetzt, das war die Wolke, die uns hätte erwischt, wenn wir die Touristentour da mitgefahren wären. Und gut, dass es nicht so gekommen ist, weil sonst wäre ich jetzt schon klitschnass. Und krank zu werden, habe ich jetzt auch keinen Bock. Jetzt auf dem Weg nach Hause ist die eine Sache, wenn man dann halb nass wird. Also wenn es jetzt gleich anfängt zu regnen, ist zwar auch scheiße, aber zu Hause kann ich mich direkt trocken anziehen. Aber so ist das. Ich hätte natürlich auch Regensachen mitnehmen können, nicht Trollo. Ja Leute, jetzt ist es soweit. Es regnet. Und ich glaube, euch auf der Kamera noch gar nicht so stark, aber ich bin gerade schon durch einen kleinen Schauer gekommen. Mir läuft jetzt schon an meinem Sack herunter. Und ich denke mal, wir kommen jetzt wirklich in den richtigen Regen rein. Aber so ist das. Aber in dem Sinne, wenn ich jetzt nach links gucke, da sieht das schönes Wetter, gucke ich gerade außen rechts, sieht das nicht mehr so schön aus. Ja, da muss ich jetzt durch. Dafür hoffe ich, habe ich ein paar schöne Aufnahmen für euch, ein cooles Video gedreht. Und in dem Sinne sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt den ganzen Kram. Warum steht er jetzt hinter mir? Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. So, habe ich ihn verloren? Nein, doch. Habe ich nicht auf Ampel geguckt? Bin ich jetzt über Rot gefahren oder was ist? Nee. Nö, ich glaube nicht. Warte ich mal eben hier. Egal, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ja, das war's. Ich weiß nicht, wo der Kollege ist. Der stand doch eben noch an der Ampel. Soll ich mal eben umdrehen und gucken? Nicht, dass er irgendwas hat mit seinem Ding. Das muss ich jetzt mal eben gucken. Ob er irgendwas hat. Oder ob er da überhaupt noch steht. Ist er einfach weggefahren. Ich dachte, der fährt über die Fähre. Nee, ist er weg. Na gut, dann ist er einen anderen Weg gefahren.